Willkommen zu diesem kleinen Vorstellungs- bzw. Ankündigungsvideo, je nachdem, wie man das handhaben möchte. Rivet Games hat bekannt gegeben, welche nächste Strecke kommen wird. Wir wussten ja schon vorher, dass die auf jeden Fall eine Schweizer Strecke in der Mache haben. Jetzt wissen wir auch, den anderen Endpunkt Luzern wussten wir jetzt schon seit einiger Zeit. Enden wird die Strecke in Sursee und wir haben die ersten Screenshots dazu. Unter anderem hier einer von den, ich glaube, vier Screenshots, die wir jetzt insgesamt haben, zu sehen ist der Stadler RABE 523, gebaut von Stadler in der Schweiz und damit auch, glaube ich, der erste Triebzug von Stadler im TSW, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, wir haben sonst keinen anderen Zug, der von Stadler gebaut ist bisher. Aber das ändert sich jetzt mit dieser Route tatsächlich. Und zu sehen, das Ganze hier in diesem Farbschema der SBB. Was direkt hier auffällt, ist die Tatsache, dass weder Zugzielanzeigen vorhanden sind, noch dass die Signallichter an sind. Aber das Ganze ist Work in Progress. Ich denke mal, das wird alles noch dazukommen. Ich bezweifle nämlich stark, dass die uns einen Zug hinstellen werden, der keine Lichter hat. Also nicht so sehr davon lumpen lassen. Die Oberleitung sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich habe mir auch so ein paar Bilder angeguckt aus der Gegend, dann der Schweiz. Das wirkt ziemlich passend. Ja, gehen wir mal direkt zum nächsten Screenshot. Dabei kann ich was anderes erzählen, während wir hier einen Zug sehen, der gerade aus Sursee ausfährt in Richtung Oberkirch. Nämlich die Tatsache, dass erstmalig jetzt das European Train Control System, ich hoffe, das ist die richtige lange Version für ETCS, und die werden wir jetzt erstmalig im TSW haben. Was echt cool ist. Also definitiv eine Neuerung, also nicht nur die erste Normalspur, Schweizer Normalspurbahn, nicht nur das erste Mal, dass Stadler praktisch den TSW schafft, sondern auch das erste Mal mit ETCS. Und das ist schon echt cool. Ich gehe mal davon aus, dass die Umsetzung passen wird, weil es ergibt keinen Sinn, von was anderem auszugehen. Und das ist cool. Der Rivet Games hat ja auch schon für Arosa ja erstmalig das Schweizer Signalsystem neu in den TSW gebracht, was ja auch schon eigentlich eine ziemlich coole Neuerung war. Und jetzt machen die schon wieder was Neues zum Thema Signalsystem. Und das ist echt nice, weil wenn man einmal die Technik hat, kann es dann natürlich sein, dass zukünftige Züge, die jetzt in Europa verkehren, ebenfalls dann mit ETCS ausgerüstet werden. Vielleicht sogar ältere Züge nachgerüstet werden mit ETCS, aber das kommt halt natürlich mal auf die Strecke an, ob da ETCS verbaut worden ist. Welches Level von ETCS hier dabei ist auf der Strecke, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole, positive Neuerung. Wir gucken uns mal den nächsten Screenshot an. Auch hier sehen wir zwei Stadler-Flirt-Züge, die nicht aneinander gekuppelt sind. Ich gehe mal davon aus, dass sich hier die Rückspiegel, falls die überhaupt so heißen bei Zügen, ausgeklappt werden können. Das ließ sich ja auch schon bei der GE 442 so einstellen, dass man die tatsächlich ausklappen konnte. Zwar ohne funktionierende Spiegelung, aber das ist sowieso ja bei den wenigsten Spielen der Fall, dass man da einen Spiegel hat, der funktioniert. Ich glaube, das nimmt einfach unglaublich viel Rechenleistung weg. Ja, die Züge sehen auf jeden Fall soweit ziemlich hübsch aus, muss ich mir sagen. Es sieht vom 3D-Modell her ziemlich spot on aus. Frage wird natürlich sein, wie die Umsetzung, die technische Umsetzung am Ende sein wird und auch die Sounds. Denn Rivet Games hat ja auch genau diesen Zug schon mal für den Train Simulator gebaut und da war die Fahrphysik der Züge, glaube ich, auch eher unvorteilhaft. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann es nicht selbst beurteilen, weil ich nicht den Train Simulator habe und auch diesen Zug dann nicht gefahren bin. Aber was ich auf jeden Fall beurteilen kann, ist das Fahrgastgefühl, wenn man im Zug mitfährt. Denn in diesen Zügen bin ich halt auch schon mal gefahren. Und natürlich auch den Sound, den kennt man ja auch so ein bisschen. Beziehungsweise man kann sich auch YouTube-Referenzen ganz gut anhören und vergleichen. Aber das werden wir dann alles noch ausgiebig machen. Auch hier nochmal ein Screenshot mit offenen Türen an dieser Stelle. Also hier mit Abspanngewichten und so weiter und so fort. Das sieht auf jeden Fall von der Oberleitung her gut gemacht aus. Wirkt auf mich ziemlich spot on, um mal wieder diese Begrifflichkeit zu bemühen und all jene ZuschauerInnen
unter euch zu triggern, die sich von Anglizismen gerne triggern lassen. Ich glaube, das Asset dieses Haus hier ist, glaube ich, aus der Arosa-Bahn, kann das sein? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber vielleicht ist das auch komplett neu gebaut, ich weiß es nicht. Die Streckenlänge ist an sich nicht allzu lang, nicht allzu groß, kommen wir gleich nochmal drauf. Gehen jetzt auf jeden Fall mal weiter. Genau, hier mal eine Schweizer Karte, die ich euch mitgebracht habe, ausgeschnitten aus Google Maps, wie es die allermeisten von euch erkannt haben werden. Genau, hier ist der eine Startpunkt in Luzern, Sursee, der Endpunkt der Strecke. Man fährt hier vorbei an diesem See. Ich gehe mal davon aus, das ist der Sursee vielleicht. Weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber es würde ja Sinn ergeben, oder? Auch schön, dass es einen Ort in der Schweiz gibt, der Schwyz heißt. Sowas können echt nur die Schweizer. Ja? Willisau. Ja, Schweiz kennenlernen mit Trains and Play. Das über Schweizer Städtenamen lustig machen. Haben wir noch irgendwas Cooles? Na, ich lasse das jetzt. Ja, komm, ich mache mich nicht lustig. Okay, ja, genau. Also wir sind hier ziemlich zentral in der Schweiz unterwegs. Und gehen mal einen weiter. Da sehen wir mal hier die Karte von Open Railway Maps, wo nochmal der Verlauf der Strecke eingezeichnet wird. Ach, guck mal, das Ding heißt Sempacher See, nicht Sursee. Warum heißt dann der Ort Sursee? Na gut, dann ist das ja praktisch Sursee am Sempacher See. Also wenn das für jemanden Sinn ergibt, dann... Ach, guck mal, hier ist Sempach. 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 Naja, ich verrenne mich immer mehr in meiner Angewohnheit, mich über komische Städte lustig zu machen. Ne? Gut, also wir sehen hier die Strecke, die geht hier von Luzern los, geht dann hier in Richtung Norden, einmal über Emmenbrücke, über Rotenburg, Rottenburg, Rotenburg, Rottenburg, weiß ich nicht genau, Sempach-Neuenkirch, Nottwil, Oberkirch, bis hin zur Sursee. Das ist eine vergleichsweise kurze Strecke. Ich glaube, es sind Pi mal Daumen irgendwas mit 20 Kilometern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wird also vermutlich nicht extremst viel Fahrtdauer bedeuten. Also wird es mit Sicherheit nicht. Ich habe euch ja nämlich hier mal von der SBB-Webseite mal hier den Plan von der S1 rausgecuttet. Hier von 10.44 Uhr bis 11.10 Uhr, dann ist man auch schon in Sursee. Das Ganze hat eine Fahrtdauer von 26 Minuten auf der S1 mit den Zwischenhalten. Es sind, glaube ich, 9 Zwischenhalte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, mit Sursee und Luzern sind es dann 9 Bahnhöfe insgesamt. Und auf der Linie verkehrt ebenfalls der Interregio. Hier zum Beispiel der nach Genf Flughafen. Von Luzern direkt nach Sursee. Allerdings weiß ich nicht, mit welchen Zügen der Interregio verkehrt. Ehrlicherweise, ob das auch unser Flirt-Zug macht oder ob das ein anderer ist. Ich glaube, das ist sogar ein anderer. Ja, was halt ein bisschen schade ist, dass zum Standpunkt jetzt wissen wir ja nur, dass dieser Zug hier mitgeliefert wird. Das ist ein bisschen schade dahingehend, dass normalerweise auf dieser Strecke echt viel unterwegs ist, wie ich mittlerweile gelesen habe, weil hier praktisch auch das Zentrum der Schweiz ist, also in alle Richtungen der Schweiz wird von hier aus verkehrt und viele Nordwest- und Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen halten halt unter anderem hier in Luzern, heißt also hier ist schon eigentlich wirklich viel los. Wir kriegen jetzt erstmal nur diesen einen Zug, zumindest ist das der Stand, den wir jetzt haben, das wird der hier sein. Ich gehe mal davon aus, dass nicht irgendein weiterer Schweizer Zug dazukommen wird. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Was ich für nicht komplett unmöglich halte, ist, dass zum Beispiel sowas wie die 185 von MRCE oder von Railpool, dass die vielleicht zumindest als KI-Verkehr hier auf diese Strecke ebenfalls mit reingebracht werden. Ich gehe nicht davon aus, dass die ebenfalls mit dem Schweizer Zugsystem und mit ETCS noch jetzt hier im Spiel nachgerüstet werden extra und die dann somit auch mit dazukommen ins Spiel. Das bezweifle ich sehr stark, aber es wäre zumindest cool, wenn
wenigstens als KI verkehrt, man hier die 185 sehen würde, denn die verkehrt ja auch in der Schweiz, zumindest die Varianten, die eben mit ETCS und den sonstigen Schweizer Zugsystemen ausgestattet sind. Ob dieser Zug hier PZB haben wird, wissen wir nicht so recht. Wobei beim RABE 523 ist, glaube ich, keine PZB mit dabei in Realität, sondern beim RABE 521. Da ist, glaube ich, sowieso PZB verbaut, hier allerdings in dem Zug nicht. Ich habe die ganz kleine Hoffnung, dass Rivet Games trotzdem hier eventuell PZB einbaut, sodass man theoretisch auch diesen Zug gut auf deutsche Strecken nutzen könnte. Ihr werdet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann auch hier DB-Repaints und sowas davon sehen und sicherlich irgendwann auch mal Szenarien, wo dann eben mit unserem Flirt hier auf deutschen Strecken rumgefahren wird, wird sich zum Beispiel sehr, sehr gut für Hauptstrecke Rhein-Ruhr eignen. Da verkehren die ja unter anderem auch, aber eben auch auf anderen Strecken. Also mal schauen, was da jetzt noch kommt an Informationen. Das ist bisher noch relativ wenig. Wir haben kein Veröffentlichungsdatum, wir haben keinen Preis dafür bisher genannt bekommen, aber preislich wird das Ganze halt so sein wie immer. Und Veröffentlichungsdatum, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, würde ich mal behaupten. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Teilt mir gerne eure Gedanken zu dieser Route, zu diesem Zug, zu dieser Strecke und zu allem anderen in den Kommentaren mit. Ich freue mich da immer sehr, sehr, die zu lesen. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.